Ich mach meine eigenen Optionen. Brillanter Schachzug, Skipper. Aber offenbar sind wir jetzt außerhalb des Flugzeugs. Ich war so aufgeregt, aber naja, hinterher ist man immer schlauer. Okay, Kowalski, jetzt zeig mal, was du kannst. Warum nehmen wir nicht einfach den Flieger? Vogelschlag, protokollieren. Neues Zielobjekt, auf 12 Uhr. Gut, bei mir ist es erst 11:30. Mir nach, Männer. Jetzt wird es brenzlig. Nicht immer alles so wörtlich nehmen, Private. Direkt in die erste Klasse. Kowalski, wohin fliegt diese Maschine? Nach diesem seltsam geformten Teigteil zu urteilen, würde ich sagen, Paris. Frankreich? Vergiss es. Grauenhafte Steuergesetze. Dann rate ich zu einem Lufttransfer. Genehmigt. Nüsschen. Wir haben keine Nüsschen mehr, Skipper. Dann teil Brezeln aus. Bingo. Das ist unser Taximänner. Ich kann nicht bleiben, Süße. Meine Geliebte heißt Gefahr. Rico, mehr Höhe. Brezeln. Wir haben keine Brezeln mehr. Ja, da verschwinden wir lieber, bevor die Leute ausrasten. Flügel ausfahren. Ziel anvisieren. Wir kriegen es. Wir kriegen es nicht. Moment mal. Wo ist Skipper? Zeit, kreativ zu werden. Los, Kisten einsammeln, Männer. Abflug. Oh, Private, hör auf mit den Rucksäcken zu spielen. Finde lieber was Nützliches. Na bitte, geht doch. Also ran an die Arbeit. 1300 Fuß. 1000 Fuß. Falsche Maßeinheit, Kowalski. Verzeihung, Sir. 400 Meter. 300 Meter. Gut, okay. Glasklar, was wir als nächstes machen. Das macht echt Spaß. Beeindruckendes Hüpfverhalten, Männer. Nun denn, zurück in die Zivilisation. Wenn wir Dexter ausschalten wollen, müssen wir wissen, wo er als nächstes zuschlägt. Elias, würdest du sie bitte entfernen? Pinguin-Fußspuren, noch warm. Wir haben Dave knapp verpasst. Oh, verflixt erst weg. So viele Pinguine. Dein Stressfressen fängt wieder an. Corporal. No. Ich reib dir die Wut aus dem Bäuchlein. Corporal, Konzentration. Wir werden diese hilflosen Pinguine retten, weil wir Nordwind sind. Und niemand spuckt gegen den Wind. Thank you.